Ziel erreicht. Was für ein Eingang. So, der Schacht soll ungefähr 8 Meter tief sein. Sieht jetzt erstmal nach mehr aus, aber das erste Stück ist ja mehr so Steilhang. Die beiden Bäume hier sind wieder gut gewachsen. Da kann man perfekt Seil befestigen und dann gibt es da, glaube ich, wieder eine Felskante, über die das Seil läuft. Da habe ich ja mein Seil schon dabei. Und dann öffnet sich da eine richtig große Halle unten. Geil. Also, Ausrüstung an und dann ab in die Tiefe. So, fast am Grund angekommen. Hab hier kurz Stopp gemacht, weil ich hier gerade seitlich uralte, schon längst nicht mehr aktive Sinterfälle gesehen habe. Ganz schick. Alles schon übermoost hier. Und auch hier tropft es ohne Ende von der Decke. Und die Halle ist der Wahnsinn. Ich mache mal ein bisschen mehr Licht. Ein riesen Raum. Geht noch eine ganze Ecke nach hinten. Und alles versintert. Die ganze Decke. Geil. Na gut, okay. Schauen wir runter, das letzte Stück noch. Und dann gucken wir uns mal um. Tropft zwar wie wild hier, aber die meisten Versinterungen sind nicht mehr aktiv. Hier ist noch so ein bisschen was am Glänzen. Also da habe ich gerade einige Fledermäuse an der Decke gesehen und mich da jetzt ein bisschen ruhiger verhalten. Wir haben jetzt zwar dann auch schon fast Mai, aber die schlafen doch gern noch bis in Mai rein. Hier ist alles verstürzt. Es geht nur ein kleiner Kriechgang weiter. Da werde ich jetzt aber mein Klettergerödel nochmal ablegen. Und mal schauen, was da noch kommt. So, also der Gang wird niedriger. Ich bin mal gespannt, ob da noch was Größeres kommt oder ob das jetzt einfach in den Verbruch ausläuft. Okay, also da vorne ist der Gang dann verstürzt. Und es geht scheinbar nirgendwo mehr hin. So, wieder zurück aus dem Schluf. Bin mir ziemlich sicher, dass dieser riesige Verbruch, an dem ich jetzt seitlich lang bin, mal eine große Halle war, die eingestürzt ist. Man kann leider hier nicht wirklich durch den Verbruch durchgucken. Es könnte auch gut sein, dass man diesen Gang hier freigelegt hat, um genau zu dieser Halle zu kommen. Aber es ist scheinbar nicht geglückt. Dann schaue ich mich jetzt noch mal ein bisschen vorne um. Versucht, die Fledermäuse schlafen zu lassen und dann sehen wir uns wieder an der Oberfläche. Zu dieser Höhle habe ich gar keine Infos. Ich weiß nur ihren Namen und dass sie eben hier an dieser Stelle sein soll. Das ist eine große Spalte, die wirklich tief reinzugehen scheint. Unten kommt eine große Halle. Wie es da weitergeht, keine Ahnung. Wie gesagt, komplette Überraschung, komplettes spontanes Abenteuer. Ja, da würde ich sagen, starten wir mal. Schauen wir mal rein. So, und angekommen. War jetzt kein Mega-Abstieg, aber
Hätte man sich auch ohne Seil machen können. Aber ich wusste halt nicht, was jetzt unter dem Laub ist. Deswegen bin ich ganz froh drum. Und jetzt guckt euch das an. Und ich hatte an eine Kleinhöhle gedacht. Riesenhalle. Und hier geht's rechts noch weiter. Und überall tropft es. Da oben sind noch ein paar Löcher in der Decke. Ja, dann schauen wir uns mal um, ne? Die Halle ist so fantastisch. Wie so eine Kuppel. Man kann die ganzen einzelnen Schichten sehen, wo immer wieder was nachbricht. Also so wie das hier tropft, ist das die künftige Tropfsteinhalle. Oh! Auch hier schläft noch ein Fledermäuschen. Aha, Bingo, die Fortsetzung. So, ich bin jetzt vor der ehemaligen Fortsetzung. Hier in die Richtung geht's weiter oder ging es mal weiter. Ist leider verschüttet alles. Gibt auch keine Seitengänge mehr, die abgehen. Alle Stufen sind zu eng. Man sieht von hier sogar nochmal zurück zum Eingangsbereich. Es ist eine Distanz und eine Riesenhalle hier. Wahnsinn.